Ahoi, liebe Kochfreunde. Zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist wieder soweit. Bagis Kombüsenstudio hat wieder geöffnet. Und wir haben Hunger. Und weil wir Hunger haben, unterwegs sind, haben wir gedacht, na, wenn wir eh schon kochen, machen wir was? Nehmen wir das natürlich auf. Dann machen wir ein Video. Jetzt soll es halt heute mal was Einfaches geben, Schnelles geben. Und wann gibt es das? Nach dem Intro. Nach dem Intro. Der Kombüsenchef Stefan, der Chef de Cuisine, hat es ja schon gesagt, es soll diesmal was Einfaches geben und deshalb gibt es was? Buletten mit Dosengemüse und mit Kartoffeln. Also rucki zucki gemacht, dauert nicht lang. Weiß ich nicht, wie lange brauchen wir? 3-4 Stunden. Das werden wir euch am Ende einfach sagen, wie lange wir gebraucht haben. Wir gucken jetzt auf die Uhr, wir haben es 13.36 Uhr. Naja, gucken wir wieder auf die Uhr und vergessen es natürlich, dass wir auf die Uhr gucken wollten. Ja, vor allem, wir brauchen ein bisschen länger, weil ja das mit dem Video machen und so weiter ein kleines Momentchen aufhält, ne? So ist das nun mal. Extra nur für euch muss ich hungern. Aber hier stehen jetzt die Zutaten bereit. Genau. Was zum Anbraten, Ei, Mett natürlich, logischerweise, nehmt, was ihr da wollt. Wir haben hier in dem Fall Thüringer, genau, oder Mett Thüringer Art, sagen wir es mal so. Wir machen es mit Semmelbrösel, es geht natürlich auch mit Brötchen. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Cornflakes. Dann haben wir noch so ein bisschen was zum Würzen. Klar, Kartoffeln habe ich gesagt und Erbsen und Möhren aus der Dose. Genau, auch das kann man natürlich frisch kaufen, das wissen wir. Aber es ist unser Kombüsenstudio und ich... Ja, ich will was Einfaches und Schnelles haben. Und du darfst es auch essen. Und die Leute, die bei uns bis jetzt gegessen haben, sind auch nicht gerade... Ne? Also, das ist nur eine Anregung, das nebenbei. Aber der Depp vom Dienst, also wir beide, ja, haben natürlich eine wichtige Zutat. Es ist nicht die allerwichtigste Zutat, nein, wie ich gerade erst gelernt habe. Aber eine sehr wichtige Zutat haben wir vergessen. Und das ist die Zwiebel. Tja, wir essen heute ohne Zwiebeln, da gehört natürlich immer Zwiebeln dran. Mhm. Aber wir haben weder Granulat, was wir auch nicht vertragen, wir haben keine Zwiebeln. Dann probieren wir es einfach, sowieso. Ach, geht aber jetzt auch ohne. Wir wollten es euch einfach erzählen, dass wir sagen, ja, auch wir sind ich habe so eine Gemüse-Bouillon, sowas, da ist natürlich auch ein bisschen Zwiebel drin, nicht viel, aber ja. Ja, wir werden es schon irgendwie machen. Und dann wollen wir sagen, los geht es, was machst du als erstes? Wahrscheinlich das Mett. Den Mettteig, ne? Genau. Willst du das dann wieder machen? Will oder ich? Soll ich das schneiden? Nein, das mache ich dann auch schnell. Kartoffeln schälen kann ja jeder. Das brauchen wir, glaube ich, nicht großartig zeigen. Weil ich hätte eigentlich noch was zu tun, ne? Ja, genau. Dann mache ich das Mett jetzt fertig und das zeigen wir euch. Jetzt. Naja, jetzt muss das alles geschön verrührt werden, vermatscht werden. Also für die Leute, die das nicht so gerne mögen, naja, dann zieht euch Handschuhe an oder was auch immer, keine Ahnung. Ich wasche mir ordentlich gründlich die Hände und dann geht das auch. Und ja, dann schön vermischen, dass es schön alles ordentlich vermischt ist. Und dann formen wir gleich kleine Klöpschen, die gehen dann in die Pfanne und dann war es das schon. Wie immer die große Frage, die wir uns dann stellen, wenn Stefan dieses sehr leckere Essen zubereitet. Wird es eine gerade Zahl oder wird es eine ungerade Zahl? Ach so, ja, das ist immer sehr spannend. Ich achte nämlich nicht drauf, ich mache das einfach drauf los und dann werden wir das sehen. Mir ist das egal, weil ich sage mir eins, wenn es ungerade ist, kann man immer noch einen Klops in der Hälfte halbieren und dann hat man schon wieder eine gerade Zahl. Das ist das Offizielle, was er euch sagen will. Das Inoffizielle ist einfach, wenn es eine ungerade Zahl ist, weiß er, dass er immer einen Klopfen mehr kriegt. Tja, vielleicht auch das.
So, ich würde mal sagen, ich habe es geschafft, eine ungerade Zahl zu machen, aber pssst, das verraten wir jetzt nicht dem Marcel. Ist nämlich einer für mich mehr. Lecker. Der glaubt doch wirklich, dass ich das nicht mitkriege, oder? Was denn? Was denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schon wieder deine. Na siehst du, wieder eins mehr für mich. Lecker. Unfassbar. Naja. Ich muss jetzt mal Hände waschen, weil das dauert natürlich dann immer einen Moment, das Ganze wieder von den Händen loszuwerden. Ja, mach das. Ich setze mich jetzt da hin und guck dir weiter zu. Ja. Wie du Essen für dich machst. Mal gucken, wie du es bei den Böhnchen. Bei den Möhrchen und Erbsen machst. Auch eine Erbse bei dir mehr drauf. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Auch das hat man sich mal wieder nicht geändert zur ersten Staffel. Wird gleich aufgeräumt, damit man hier wieder Platz hat hier zum Wirbeln und was Neues rauszuholen und so weiter und so fort. Wobei, die Gewürzbox brauche ich noch, denn ich brauche noch ein bisschen Salz für die Salzkartoffeln. Jetzt werden die Salzkartoffeln gemacht. Die Kartoffeln sind geschnitten. Das waren jetzt 2,5 Kilo, ne? Wir haben da ja schon mal so eine Portion draus gebaut. Also die Hälfte davon. Also 1,25 Kilo? Ja, so ungefähr. Warum so klein, warum so viel? Naja, die kleinen Kartoffeln, die gehen viel schneller durch. Die brauchen ungefähr eine Viertelstunde. Von wem hast du den Tipp? Naja, von dir. Hier, neue kommt Büsenchef, ne? Wir wollen nicht übertreiben. Genau, und warum haben wir so viel gemacht? Weil wir dann morgen nämlich auch gleich Kartoffeln haben. Ich mache mir morgen Bratkartoffeln, das ist ja nicht so ganz deins, aber für mich ist das lecker. Du kriegst die normalen Kartoffeln, gut ist es. Denn das ist das Ideal an dieses Gericht. Wir hatten jetzt, glaube ich, das haben wir gar nicht gesagt, 800 Gramm Mett, also Thüringer. Ja. Mhm. Und das ist ideal, davon essen wir tatsächlich heute am Sonntag und morgen, wenn wir wieder von der Arbeit kommen oder halt von der Arbeit kommen. Da isst man 2 Tage von, genau. Das ist richtig cool und deshalb essen wir das so gerne. Bisschen Salz noch ran, wegen Salzkartoffeln, das heißt beim Kochen, jo, kennt er ja wahrscheinlich. Ja, und jetzt setze ich mich mal kurz da zur Seite, weil... Zieht das auf den Herd, bis es kocht und dann sage ich Viertelstunde und das da... Fangen wir dann auch gleich an zu brutzeln. Wenn das heiß ist, geht das auf die andere Platte und dann gehen die Buletten darüber. Weil das hier ist die schnellere Platte. Ist immer noch nicht so schnell wie ein Induktionsherd zu Hause, aber naja, es kocht sich ja auch. Und ab hier die Luzi. Nee, wir haben jetzt, die Buletten sind jetzt soweit gut. Übrigens, ich habe eine Tochter noch geteilt, also Marcel kriegt dann doch einen halben noch ab. Ich lasse ihm den. Jetzt packe ich die auf den Teller drauf, damit ich das sozusagen freikriege. Und dann müssen wir noch eine Soße machen. Zumindest ist das bei uns so. Wenn ihr keine Soße braucht, lasst ihr die einfach weg. Ich mache da aus dem Fond, aus dem Sud, mache ich jetzt eine Soße noch, eine schöne. Ja, und dann packe ich gleich die Kartoffeln da runter auf die Nebenplatte, also hier auf die auf den Untersetzer. Und dann kommt das Gemüse da drauf. In der Zeit ist das nämlich dann auch heiß. Und so funktioniert das doch ganz gut. Kleiner Tipp. Macht einen anderen, einen anderen Teller drauf. Dann habt ihr so ein bisschen einen Wärmeschutz da drin. Ich habe hier schon Wasser abgefüllt, so ist es einfacher rüber zu transportieren. Und dann geht das da rein. Reicht noch nicht ganz, da fülle ich gleich noch was nach. Aber es können nebenbei die Erbsen und Möhren schön warm werden und dann haben wir gleich eine leckere Soße. Achso, bisschen nachwürzen, Salz, Pfeffer, ich habe noch ein bisschen Brühe. Das paue ich da alles ran. Und dann kommt das mit dem Binder angedickt und gut ist die Kiste. Also einfach schnell.
Zeit? 14.50 Uhr. Das heißt, über eine Stunde. Ja, na gut, aber ja, gut, stimmt. Ihr filmt ja auch in der Regel nicht. Also es ist aber trotzdem ein relativ schnelles Essen und richtig lecker. Und wie wir gesagt haben, für morgen ist halt auch noch was da. Ja, so war das geplant. Wir werden uns das jetzt erstmal schmecken lassen. Genau, dazu gibt es ja immer was zum Getränk zu trinken. Stefan ist ja jetzt, seitdem wir aus Schottland zurück sind, wir haben nicht viel Positives aus Schottland mitgenommen, aber... aber nicht den. Nicht den, aber er ist jetzt auf Cider. Er trinkt einen Cider nach dem anderen, selbst bezahlt. Trotzdem ist es Werbung, weil wir halten das ja in die Kamera. Und ja, also mit Cider kann man ihn momentan glücklich stellen. Wir gucken immer, dass wir welche finden. Und ja, am besten der Thatcher, aber... ja. Also wenn man ihm eine Überraschung machen will, dann Thatchers, da würde er sich tierisch drauf machen. Ja, aber es gibt es halt nur in England. Ja, also UK. Genau. Das ist die Herausforderung. So, das soll es aber gewesen sein. Das war Buggy's Kombüsenstudio. Unser Chef de Cuisine Stefan hat ein wunderbares Essen gezaubert. Es ist lecker, das weiß ich. Und wenn nicht, werdet ihr es nicht sehen, weil die Kamera werden wir vorher ausmachen. Nein, wünsche ich. Ich hoffe. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen oder bleibt gewogen, weil bei nach so einem Essen kann man sich ruhig mal wiegen. Ja, und auf dann, jeden Fall bleibt gesund. Das auf jeden Fall auch. Und dann sehen wir uns wann wieder? Nach einem neuen Video von unserem Kanal. Ich wollte gerade sagen, Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Bis voll durcheinander. Etwas. Ja, wir haben wieder angefangen.